So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Interview mit einer wirklich sehr, sehr besonderen Persönlichkeit. Es geht um Humanenergetikerin, Kundalini-Yoga-Lehrerin und Bewusstseinscoach Marina De Cristoforo. Herzlich willkommen, Marina, im Interview. Hallo, danke schön für die Einladung. Wie geht's dir? Dankeschön, sehr, sehr gut. Super, freut mich. Du siehst auch sehr entspannt aus. So muss das sein. Sehr cool. Erzähl doch mal, Marina, für die Leute, die dich noch nicht kennen, es mögen bestimmt nicht viele sein, aber erzähl uns doch mal, was du genau machst. Ja, also noch mal kurz. Marina De Cristoforo, mein Name, komme aus Österreich, wohne im wunderschönen Burgenland am Neusiedlersee, bin dreifache Mutter und habe hier ein kleines Yoga-Studio, das ihr im Hintergrund seht, und eine Praxis, und zwar Behandlungen an im Bereich der chinesischen Medizin, im Bewusstseinscoaching, unterrichte Kundalini-Yoga und bin Heilerin, und das Ganze schon seit über 20 Jahren. Und ja, helfe den Menschen zu mehr Bewusstsein, Körperbewusstsein, mentalen Bewusstsein, Mindset-Veränderung anhand von ganz diversen verschiedenen Techniken, die ich mir in all den Jahren angeeignet habe und ganz tollen Meistern lernen durfte. Und somit zu mehr einerseits Bewusstsein führe und auch zu mehr Gesundheit. Oh, wow. Sehr schön. Erstmal danke ich für die Einleitung. Sehr, sehr schön. Marina, für die Leute, die sich fragen, du machst es ja jetzt schon sehr lange. Wir haben jetzt gehört, über 20 Jahre. Wie bist du dazu gekommen? Weil du hast sehr viel, was du anbietest, und auch du hast dich auf vieles spezialisiert. Was uns interessiert, wie bist du dazu gekommen? Was ist deine Geschichte dahinter? Ja, also das Ganze begann schon ganz früh. Als kleines Kind war ich immer anders als die anderen, würde ich mal sagen. Mhm. Ich habe die Dinge gespürt, die viele nicht gespürt haben. Für mich war es normal, bis mir irgendwann dann mal gesagt hat, das ist nicht ganz so normal. War dann auch dementsprechend in mich eingemummt, ein bisschen so eine Außenseiterin, weil ich eben sehr spürig war und weil ich nie was anfangen konnte mit dem, was die anderen so gesprochen und getan haben. Hat mir auch schwer getan mit Gleichaltrigen. Und habe dann begonnen, sehr, sehr früh als kleines Kind in mich hineinzugehen, weil ich im Außen keine Erfüllung fand. Ja, und habe immer dann versucht, dass ich kann mich an Momente erinnern, wo ich mir gedacht habe, was, das sind meine Hände, was mache ich damit? Ja, oder meine Füße. Ich habe mich einfach nicht mit dem Körper identifizieren können, weder mit meinem Körper noch mit meinem Namen. Das war mir alles sehr fremd. Und ich wuchs in einer Familie auf, die sehr viel im Außen war. Auch habe da auch sehr viel Gewalt erfahren, und das führte mich immer noch mehr zu mir zurück. Ja. Mhm. Und so begann meine Reise und hatte dann eine etwas schwerere Erkrankung, wo ich viele, viele Monate in Spitälern war und ständige Beobachtung von Ärzten. Mhm. Und durch diese ganze Behandlungsphase kam ich noch weiter in mich hinein und begann dann sehr früh mit 13 Jahren eine Ausbildung zu machen bei einer Schamanin. Und da begann dann der richtige Weg. Da habe ich mich dann zu Hause gefühlt. Okay, sehr schön. Das heißt, du hast früh schon innere Arbeit ausgeführt sozusagen und hast dann gemerkt, das ist das, was dich eigentlich zufrieden und glücklich macht, richtig? Genau. Okay. Vielleicht magst du den Leuten, die jetzt mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, was heißt Schamanin? Was macht eine Schamanin? Genau, was macht sie? Ja, also ich bin keine Schamanin. Mhm. Ich habe diese Ansätze des Schamanismus, wo es darum geht, dass es Körper, Geist und Seele gibt, für mich dann für meine Wahrheit entdeckt. Und genau, was eine Schamanin genau macht, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Da ich selber keine bin, kann ich nur sagen, was es mir gegeben hat. Mir hat es gegeben, diesen Kontakt zwischen Körper, Geist und Seele oder von Körper, Geist und Seele,
diese uralten Lehren, diese ganz, ganz Jahrtausende alte Tradition oder diese Wissenschaft und Lehre, die mit der Natur verbunden ist. Wir sind Menschen, wir sind Natur. Mhm. Und da fand ich diese Ansätze des Schamanismus sehr passend. Ja. Und es geht da auch sehr viel natürlich um Heilung, eine Rückverbindung von der Seele in den Körper. Wir sind eben sehr viel im Außen, wie ich vorher schon gesagt habe. Und dieses Zurückverbinden, dass ich mal wieder mit all meinen Seelenanteilen, denn im Schamanismus spricht man viel von Anteilen, wieder bei mir habe, um wirklich klar zu sein und authentisch zu sein, auch wirklich der zu sein oder die zu sein, die ich bin, führt da zurück, genau. Okay, wow, super. Für die Leute, ich weiß ja, wir wissen beide, dass sehr viele im Außen sind. Man ist auch oft im Außen, weil man meint, im Außen sein gehört sich so, man muss im Außen sein, weil es alle anderen machen. Für diejenigen, die sagen, okay, ich will nicht mehr so arg im Außen sein, ich möchte mehr in mich hineinfühlen, ich möchte mehr in meine Mitte kommen, wie kann man das schaffen? Was für Tipps kannst du da gerade unseren Zuschauern vielleicht mitgeben? Na, das Erste würde ich mal sagen, Gratulation, dass du dir überhaupt Gedanken machst darüber, dass du mehr bei dir sein möchtest. Und als Nächstes, was kann ich für einen Tipp geben? Es ist nicht nur das im Außensein. Es sind teilweise Glaubenssätze. Glaubenssätze sind Dinge, die wir als Kind mitbekommen haben. Schuld oder Träger dieses Außen im Außensein. Also da gibt es tausende Möglichkeiten, da anzusetzen. Und ich glaube, da kann man gar keinen allgemeinen Tipp geben. Meditation ist natürlich ein absoluter toller Weg. Nur wer schafft das schon? Ja, der noch nie meditiert hat, sagt, du meditier jetzt und dann bist du wieder bei dir. Leichter gesagt als getan, ja. Genau. Funktioniert einfach nicht. Und somit ist der alltagstaugliche Tipp prinzipiell mal die Bewusstwerdung, was will ich? Mhm. Punkt. Was will ich in meinem Leben? Ja, und einmal das wegstreichen, was will ich nicht? Was ist für mich wirklich möglich umzusetzen? In meinem Fall, weiß ich, das dreifache Mutter mit Praxis und Yogastudio und Job und Ding, gibt es Grenzen. Ja? Es ist ein Unterschied, ob ich in dieser Form des Lebens eine Möglichkeit suche, zu mir zu finden, als wenn ich jetzt ein Geschäftsmann bin oder ein Alleinstehender oder Alleinstehende. Es muss alltagstauglich sein, ansonsten ist es ein Kampf. Und dieser Kampf, den kann man nicht gewinnen, weil man kämpft gegen sich selbst. Das heißt, das Erste ist, was will ich? Okay, sehr. Viele, viele Ansätze. Ja, das heißt, gar nicht so zu arg verkomplizierendes Thema, sehe ich das richtig? Genau. Okay, perfekt. In der Einfachheit und es soll leicht gehen. Ja. Es soll leicht gehen. Und dann findet man da auch den Weg und vor allem da rein ins Herz. Ja? Also diese Leichtigkeit findest du nur, wenn du es, wie man so schön sagt, als Therapeut, hol die Menschen da ab, wo sie sind. Mhm. Und somit ist das auch in der Selbstarbeit mit dir selbst. Hol dich da ab, wo du bist. Und mach dir zwar Ziele, aber es bringt nichts, wenn dein Ziel da oben ist und du da unten dahin kriechst und jedes Mal wieder enttäuscht bist, wenn du die Meditation nicht schaffst, wenn du, keine Ahnung, die Ernährung nicht umstellen kannst, wenn du diesen Sport nicht treiben kannst, den du weißt, der dir gut tun wird. Ja? Klein anfangen. Genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Sage ich auch immer wieder, weil ich merke, sehr viele Leute verkomplizieren sehr vieles. Dabei muss man sich einfach halten und auch das üben und trainieren und daran arbeiten einfach. Ne? Und sich selbst jeden Tag loben, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Mhm. Jeder von uns gibt jeden Tag das Beste, definitiv. Es wacht niemand auf und denkt sich, heute bin ich richtig Arsch, ja? Und heute mache ich sicher alles schlecht, absichtlich, sondern es gibt jeden Tag das Beste. Und dafür darf man sich auch loben, auch wenn man Fehler macht. Aber sich selbst zu loben, man ist sich selbst am nächsten. Ja, wenn du dir selbst kein Lob gibst, wer macht es dann? Und das sind so diese kleinen Steps in Richtung Bewusstsein. Ja, danke erstmal für die Infos. Ist wow, mega. Marina, selber loben. Ich habe das sehr oft auch damals meinen Workshop-Teilnehmern gesagt.
Und die meisten sind damit überfordert. Die wissen gar nicht, wie das gehen soll. Was kannst du uns, wie kann man sich selber loben? Jeder lobt den anderen, aber sich selbst nicht. Wie macht man das? Also ich sage meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und meinen Klienten immer, stell dir vor, du bist 7 Jahre alt oder 5 Jahre alt und du stehst dir gegenüber und dieses 5-jährige oder 7-jährige Kind macht irgendeinen Fehler. Ja, was machst du dann? Schimpfst du dieses Kind? Bist du wütend auf dieses Kind? Oder sagst du, das hast du gut gemacht und es macht nichts. Ja, es ist ein Fehler passiert, aber du wirst daraus lernen. Und du wirst diesem Kind sagen, schau mal, das und das hast du gut gemacht. Ja? Mhm. Du wirst nicht hergehen und es verurteilen. Und das ist genau der Ansatz. Geh in dieses innere Kind hinein. Das ist auch ein Teil meiner Workshop-Reihe, mit dem ich arbeite, das innere Kind. Mhm. Denn dort liegt alles in diesem inneren Kind. Und mit diesem Bewusstsein, okay, ja, eigentlich würde ich das diesem Kind nicht sagen. Ich würde dieses Kind motivieren, ich würde es ja, in den Arm nehmen, ich würde diesem Kind sagen, wie schön es ist, wie toll es ist und würde es nicht runtermachen. Und das ist ein schöner Ansatz, sich selbst zu loben und diese Dinge zu finden, die lobenswert sind. Mhm, sehr schön. Also auch wieder in sich reingehen oder ja, in sich reinfühlen und dann dementsprechend das zu tun, womit man sich gut fühlt. Und genau. Ja. Weil es geht auch darum, wer bewertet es, ob es gut oder schlecht ist. Mhm. Nur du selbst. Weil im Außen bewertet derjenige wieder nur sich selbst, seine Wahrnehmung, seine Glaubensmuster, die er hat. Er wertet nur aus dem, was er erfahren hat. Du kannst nur dich selbst werten. Ja, und also das ist ja ein Dominoeffekt. Genau. Und somit zurück zum inneren Kind. Da liegt die Wurzel. Voll bei dir. Ja, das ist ein sehr, sehr unterschätztes Thema, das innere Kind heilen, weil sehr viele Kinder ja oder sehr viele Erwachsene ja immer noch das innere Kind gar nicht geheilt haben. Und da komme ich auch schon zur nächsten Frage. Marina, was ist das Spezielle an deinem Wirken, an dem, was du tust mit deinen Workshop-Teilnehmerinnen oder Teilnehmern oder deinen Coaches? Ja, also ich, einerseits gibt es ja diese Praxistätigkeit eben hier, die ich mache. Es geht auch online natürlich, wo ich mir sehr viel Zeit nehme, meistens 2 Stunden mit einer Person, wo wir ganz genau durchgehen. Da fangen wir an wirklich bei, weißt du, wie die Schwangerschaft war, weißt du, wie deine Geburt war, bis hin zu körperlichen Symptomen, die die Person im Moment hat, die sie hatte. Das heißt, ich mache eine komplette Diagnose des körperlichen Zustands, des mentalen Zustands, des seelischen Zustands. Mhm. Wenn die Leute zu mir kommen, mache ich eine Puls- und Zungendiagnose. Das kommt aus der chinesischen Medizin, wo man genau sehen kann, wie die Organfunktionen sind, was nämlich sehr viel über die mentale und emotionale Situation aussagt, mhm. weil halt alles zusammenhängt. Ja. Ich lese Organe im Gesicht. Im Gesicht kann man genau erkennen, wie die Organfunktionen sind im Moment. Arbeite dann mit diversen Kräutern, mit Behandlungsmethoden direkt am Körper mhm. oder eben geh tiefer. Das heißt, das sind dann Sessions, wo die Personen bei mir am Massagetisch liegen, wo ich sie in einen tiefen, entspannten Zustand bringe. Es ist keine Hypnose, sondern eine tiefen Entspannung. Und mhm. wo wir eine Reise machen meistens, ja, zurück zu diesem Ursprung, was auch immer das Thema ist, zu dem Thema. Mhm. Und ein ganz spezieller Bereich noch, den ich mache, den nicht so viele machen, das nennt sich Gehirnsynapsenreprogrammierung. Mhm. Das kommt aus der Gehirnforschung, aus der Kinesiologie und aus der Psychologie. Und zwar geht es da darum, also das ist auch wissenschaftlich bestätigt und bewiesen, dass sich diese Synapsenverbindungen nach solchen Behandlungen wirklich physisch verändern. Und zwar arbeite ich da direkt an der Gehirnregion mit diesen Synapsenverbindungen und somit kann man einerseits körperliche, aber auch mentale Blockaden ganz wunderbar lösen und sogar, sage ich jetzt so salopp, viele Krankheiten. Oh, wow. Mhm. Ja, und in den Workshops ist es halt so schön, direkt mit den Menschen zu arbeiten, erfahrungsmäßig. Das heißt, sie gehen in den Workshops wirklich in die Erfahrung, sei es jetzt das Thema innere Kind, ich führe sie da rein mit gewissen Übungen, mit Meditationen,
mit Vergebungsritualen, wo wir sagen, okay, ich muss mal zuerst mir selbst vergeben, denn da wären wir wieder bei demjenigen, der richtet, nämlich du selbst, ja. Vergebungsarbeit, bis hin zu Spaziergängen, die wir gemeinsam machen und bewusst. Also das ist sehr, sehr komplex und groß, aber es geht hauptsächlich um die Erfahrung, denn nur wenn ein Mensch eine Erfahrung macht, kann er etwas lernen. Wenn er eine Erfahrung macht, kann er etwas heilen. Es bringt nichts, wenn ich den Menschen 2 Stunden was erzähle. Ja, von dem haben sie nicht viel. Sie müssen in die Erfahrung gehen, um eine Veränderung. Ja, ja, bin ich voll bei dir. Sie müssen es fühlen, richtig? Sonst allein auf der rationalen Ebene reicht es nicht aus. Ich glaube, viele probieren es alleine, aber scheitern dann, ne? Genau, ja. Und da ist halt, ja, ist halt schön, wenn man dann als Coach einfach oder als Lehrer weiß, wo man auf welche Knöpfe man drücken soll. Das macht dann die Erfahrung natürlich, die ja. Dann sagt, okay, drück diesen Knopf. Und ich provoziere die Leute auch, denn in dieser Provokation kommen Themen hoch, die sonst nicht hochkommen. Und da ist dann ein großes Thema auch von einem Workshop. Sei authentisch, lebe wieder diese Authentizität, die Leichtigkeit. Und das kann man rauskitzeln, indem man teilweise auch provoziert, um dann zu schauen, okay, da ist ein Thema und da kann man ansetzen. Also es ist ja sehr breit gefächert. Wow, wow, wow. Man merkt, dass du Erfahrung hast, weil du, ja, weil das, was du sprichst, das fühlt man einfach, dass es das auf Erfahrung basiert und nicht einfach kurz aus irgendeinem Buch oder aus 3 Büchern rausgelesen wurde. Was für Themen, Marina, hast du sehr oft, sehr gängig, wo du sagst, mit denen kommen Menschen zu dir und suchen da nach einer Lösung, weil sie selber halt nicht auf die Lösung gekommen sind? Also meistens ist es ja ein anderes Thema, als das wirklich dann ist. Ja, also die Menschen kommen mit Themen wie körperlichen, meistens ist es eine körperliche Blockade, eine Erkrankung, eine chronische Erkrankung, Dinge wie Migräne, gewisse chronische Schmerzen, Rückenprobleme, solche Sachen. Und dann finden wir eben gemeinsam die Wurzel raus, wo das eigentlich herkommt. Ja. Oder eben Menschen, die sagen, ich war schon bei 20 Ärzten und habe alles probiert und nichts funktioniert. Und da setze ich dann an. Deswegen kann ich das gar nicht so beantworten. Es gibt natürlich auch Menschen, die in einer depressiven Phase sind, die sagen, mir hilft das nichts und ich will auch keine Antidepressiva nehmen. Ich will endlich wieder, ich will eine Veränderung. Also es ist wirklich breit gefächert und auch gar nicht limitiert auf eine, es ist immer so lustig, weil das heißt ja, wenn man ein Business aufbaut, ja, mach dir mal so den Rahmen. Nische. Genau, diese Nische, die existiert, die Nische heißt Mensch. Ja. Ja. Und die Nische funktioniert deswegen nicht, weil Körper, Geist und Seele, ja, es geht darum, das heißt, ich behandle Babys genauso wie 100-Jährige. Ich behandle, da gibt es kein Limit. Und es funktioniert, also diese Art von Heilarbeit, die ich mache, funktioniert auch bei Babys. Somit ist das ganz schön zu wissen, dass nicht mal zum einen gewissen Teil der Wille da sein muss. Ja? Weil es heißt oft, wenn du nicht wirklich willst, dann funktioniert das nicht, weil ich die Leute in die Erfahrung bringe und dann wollen sie. Oh, und wow. Das ist der Punkt. Und bei Babys zum Beispiel oder Kleinkindern, mit denen man so nicht kommunizieren kann, da spricht der Körper. Und das ist ganz schön. Also da arbeitet man dann mit Mutter und Kind und da spricht der Körper des Kindes und man merkt eben, dann, ja, also ich habe schon vieles, vieles wegbekommen mit diesen Behandlungsmethoden. Allergien, Unverträglichkeiten, schwere Erkrankungen, das funktioniert. Ja, ja, krass, weil der Mensch glaubt ja, dadurch, dass er so konditioniert wurde von Kindesalter, dass er ja zum Arzt muss oder auf jeden Fall Medikamente für sein Kind und für sich nehmen muss. Ich habe auch schon viel von Naturheilkunde und chinesischer Medizin gehört. Was ist da das Besondere an dieser Medizin im Gegensatz jetzt zu der traditionellen Pharmaindustrie, die ja jetzt nicht unbedingt top ist? Also das Erste ist mal, ich setze es so um, wie das Kollegen machen, kann ich nicht sagen, ist es die Sichtweise eben wiederum, sage ich es zum 10. Mal, Körper, Geist und Seele. Ja. Beim Schulmediziner sitzt du da, der schaut dich 2 Minuten an, hört dir meistens nicht einmal wirklich zu. Ich will nicht alle da in eine Lade stecken, aber leider passiert das sehr oft. Verschreibt Medikamente und das war's.
Die TCM ist eben sehr toll in dieser Ursachenfindung. Das heißt, ich nehme mir Zeit, ich schaue mir alles an, alle Organe, es wird eine komplette Diagnose erstellt und dann ist es sehr breit gefächert von Ernährung, was ein großer Teil ist für viele körperliche Probleme, bis hin zu körperlichen Behandlungsmethoden. Da gibt es, wenn ich da jetzt fachsimple, bringt das nichts, aber es gibt halt Techniken, wo man direkt am Körper arbeiten kann. Meridiane, das sind die Energiebahnen im Körper, Ausgleich. Und dann eben auch Bewusstsein zu schaffen für den Körper. Ja, also das ist meiner Meinung nach ein Grundstein von TCM, von der chinesischen Medizin. Denn wenn ich jetzt, da wirst du jetzt wahrscheinlich auch Aha sagen, das sagt jeder Aha, wenn ich dir jetzt sage, jedes Mal, wenn du etwas isst oder trinkst, das kühler ist als deine Körpertemperatur, also der Körper hat ca. 36 Grad und du trinkst jetzt dann dieses Glas Wasser, ich weiß nicht, wie viel Grad das hat, aber wahrscheinlich weniger als 36 und du schluckst das, muss der Körper zuerst mal das, was du isst oder trinkst, auf 36 Grad temperieren, um es überhaupt weiter verdauen zu können. Und das ist einmal das erste Aha. Ja. Okay, und dann? Okay, und dann bedeutet das, ja, dass du sehr viel Energiereserven brauchst, ja, dass dein Körper wirklich viel Kraft braucht. Nicht nur für die Verdauung, sondern zuerst mal, um das zu temperieren, um es weitergeben zu können. Und dann folgen die ganzen Organfunktionen. Also das ist ein Riesenspektrum an Wissen, das eben schon den kleinsten Kindern weitergegeben werden sollte. Denn ich bin mein Körper, ja. Ich meine, ich wohne in meinem Körper, aber ich habe, also die meisten haben keine Ahnung, wie er funktioniert. Und da fängt Bewusstsein an. Und wow. Das ist ein wunderbares Werkzeug dafür. Ja, ja. Also für die Leute, die jetzt sagen, okay, das muss ich mir nochmal anhören, um einfach Wiederholung zu bringen. Ja, skip einfach zurück, hör es dir nochmal an. Es kann nicht schaden. Ich finde es auch gut, dass du dich ab und zu wiederholst, weil im Endeffekt man muss gewisse Sachen ab und zu öfters hören, um dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, wie wichtig das ist. Auch weil wir ja nur ein Leben haben. Wir haben keine 10 Leben und sparen dann an uns, an allem, aber nicht an uns. Oder ja, wir lassen uns aus und vor, aber alles andere halt nicht. Und da ist wichtig, da auf jeden Fall richtig hinzuhören. Sehr cool, danke Marina. Jetzt würde mich interessieren, kann man denn prophylaktisch zu dir kommen, bevor ein Problem entsteht? Oder sollte man warten, bis ein Problem entsteht und die Hütte brennt? Was sagst du? Prophylaxe ist auch ein großes Thema in der TCM. Ja, definitiv ja. Ja. Und Bewusstseinsförderung geht auch dorthin. Ja. Ich will ja im Jetzt gesund sein. Und in China zum Beispiel bekommen die Ärzte nur so lang, also die wirklich traditionell arbeiten, nur so lang ihren Lohn, solange die Patienten gesund sind. Oh, das heißt, die arbeiten prophylaktisch und die haben ganz einen anderen Zugang zur Medizin. Also Medizin bedeutet, ich gehe zum Arzt, damit ich gesund bleibe und nicht, ich gehe zum Arzt, weil ich krank bin. Das ist der Unterschied. Ja, und wie ist es bei dir, die Leute, die zu dir kommen? Ist es meistens so, dass es kurz vor 12 tickt sozusagen? Oder ist es so, dass sie mittlerweile schon, dass die Menschen verstanden haben, okay, bevor ein Problem entsteht und ich schon fühle, dass es in die falsche Richtung geht, komme ich zu dir? Wie ist da aktuell die Lage? Oder ja. Genau, ja, beides. Ja. Also es ist meistens kommen sie erst, wenn es schon irgendwo drückt und zwickt. Aber es gibt dann, zum Glück haben diese Menschen um sich, wo sie dann sagen, hey du, schau mal, da gibt es wen, ja, schau da mal hin, weil die kann dir helfen, damit du gesund bleibst. Und das ist eben auch wiederum ein Thema meiner Workshops, dieses Bewusstsein, ich will jetzt gesund sein und nicht dann erst, wenn es zu spät ist. Also es ist ganz gut gemischt, ja, und jedoch, es ist einfach noch in unserem Gehirn so eingebrannt, dass ich ja, passt schon und ist ja nichts und ich gehe über meine Grenze drüber, über meine körperliche Grenze drüber, ich arbeite, obwohl ich krank bin und somit ist doch es nicht ganz in der Waage. Ja. Aber ja, das ist mein Ziel, also das ist mein großes Ziel, wirklich da Bewusstsein zu schaffen. Und das ist wie mit dem Akku aufladen vom Handy. Ja. Also ja.
Man ärgert sich, wenn das Handy nicht mehr aufgeladen ist und rennt zum Stecker und denkt sich, ah, jetzt kann ich die Nachricht nicht mehr lesen. Also viele machen es dann doch, dass sie vorher schon anstecken. Sehr gut, ja. Blödes Beispiel, aber... Ja, nee, das ist ein super Beispiel, praxisbezogen. Verstehe. Um den Handy-Akku meistens mehr als um unseren eigenen. Genau, ja. Und genau, da, du hast es schon zum Teil angesprochen, du hast eine Mission oder eine Vision, gerade Menschen, die sehr viel mit Bewusstsein zu tun haben und im Ist-Sinn und nicht irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Was ist deine Vision, deine Mission ganz speziell für die Menschheit? Ja, definitiv Bewusstsein zu schaffen, diese... Ein großes Thema ist Authentizität, authentisch sein. Also ich finde, darin liegt alles. Es, wenn man rausgeht, jeder trägt eine Maske, jeder. Ja, du sprichst mit dem Supermarktverkäufer anders, als du mit dem Bankdirektor sprichst und mit deiner Mutter sprichst oder mit deinem besten Freund sprichst. Warum? Warum? Ja. Und das ist es. Es geht um dieses, sei authentisch. Und da sage ich dann ganz böse, sei authentisch, verdammt nochmal. Ja, es bringt dir nichts und niemandem was. Und das ist was, wo man auch wirklich genau das provozieren kann und sagen kann, hör einfach auf mit dem Scheiß. Ja, es ist nicht notwendig. Und das sage ich zum 80-Jährigen und auch zum Teenager oder zur 35-jährigen Mutter. Ja, es ist nicht notwendig und da liegt nämlich unsere Freude, unser Glück. Es gibt nämlich, das kennt jeder, es gibt mindestens eine Person, bei der du wirklich du sein kannst. Und da geht auch was weiter in dir. Ja. Und sei so, egal wo du bist. Also das ist definitiv ein Teil meiner Vision. Mit Vorträgen, mit meinen Workshops, mit meinem Tun, den Menschen das näher zu bringen. Und das ist so diese Headline, ja, weil darunter liegt dann diese Arbeit, die notwendig ist, um dahin zu kommen, zu dieser Authentizität, das innere Kind. Dann gewisse Gefühle, ja, ich biete Wutseminare an zum Beispiel. Diese, sei mal einfach wütend, lass es raus. Ja. Es ist, wenn man zum Beispiel ganz viele, die mich sehen, ah, du bist, nein, du freust dich und bist immer so fröhlich und lächelst und denkst, nein, einfach nicht. Ja. Auch ich bin wütend und auch mir geht es irgendwann mal dreckig. Aber dann, ja, es geht, diese Emotionen, der Mensch hat Emotionen, warum leben wir sie dann nicht? Ja. Und dieses Spielchen ist nicht notwendig. Und genau, also da liegt die Vision. Und ganz wichtig auch, das den Kindern beizubringen, weil das ist das Wichtigste. Ich arbeite viel mit Kindern, ich unterrichte Yoga für Kinder, Bewusstseinstrainings mit Kindern, Ernährungstrainings mit Kindern, die eigentlich teilweise gibt es Kinder, die haben noch nie, die haben nicht mal gewusst, dass Karotten lang sind und was Grünes dran haben, sondern die kennen die Karotten nur tiefgekühlt. Also es gibt Sachen, wo ich mir denke, okay, wow, da ist noch viel Arbeit notwendig und das alles gehört zu meiner Vision. Wow. Sehr schön. Also ich habe viel mitnehmen können, die Zuschauer sicherlich auch. Und Marina, wo bist du denn zu finden, um diese Vision, die ja wirklich sehr, sehr toll ist und die auch uns allen hilft und weiterbringt, wo bist du zu finden? Wie kann man dich am besten erreichen, um mit dir zusammenzuarbeiten, sowohl für den Erwachsenen als auch für die Kinder, für diejenigen, die Kinder haben? Ja, also sesshaft bin ich, wie gesagt, in Österreich, im Burgenland, in der Nähe von Wien. Also ich bin auch in Wien ganz oft, reise auch viel herum. Das heißt, man kann mich auch generell finden am Weg meiner Seminare, aber prinzipiell in Österreich. Und online, ich habe eine Homepage, die kann man vielleicht dann auch verlinken. Bewusstsein.com. Und auf Facebook und Instagram habe ich auch einen Account mit meinem Namen. Sehr schön. Werden wir natürlich alles verlinken. Und hast du noch was, was du uns mitteilen möchtest zu guter Letzt? Das Wort gehört dir. Dankeschön. Was will ich mitgeben? Dieses Interview ist ja wahrscheinlich sehr lange online. Momentan haben wir gerade diese sehr intensive Zeit der Corona-Krise. Wann auch immer du dieses Interview siehst, du wirst diese Corona-Krise wahrscheinlich miterlebt haben.
Und spätestens jetzt, und zwar genau jetzt, ist der Zeitpunkt, in dich zu gehen. Denn da im Außen, ja, wirst du Dinge erleben, mit denen du nicht einverstanden bist vielleicht, die dich nicht glücklich machen, die dich verzweifeln lassen, aber nur du da drinnen hast die Möglichkeit und die Kraft, du bist so kraftvoll und mächtig, etwas zu verändern, und zwar dein Leben. Und wenn du es schon im Außen nicht machen kannst, wegen den Umständen, die da sind, Corona oder nicht Corona, das ist egal, ja, kannst du es immer in dir verändern und du hast jeden Tag in der Früh die Möglichkeit, dein Leben neu zu gestalten. Du bist der Regisseur deines Lebens, dann spiel die Hauptrolle in diesem Film, in deinem Film. Ich denke, das war ein super Schlusswort. Vielen Dank, Marina. Danke, dass du da warst. Und Leute, meldet euch unbedingt. Die Kontaktdaten sind in der Beschreibung. Und ja, ich bedanke mich nochmal herzlich. Es war für mich wirklich ein Mehrwert, ein Riesenmehrwert. Und es hat sich gelohnt. Und ja, Leute, meldet euch. Es wird sich auch für euch lohnen. Marina, habt noch einen schönen Abend. Toll, was ihr macht. Ich freue mich und danke für die Einladung nochmal. Danke auch, dass du da warst. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.